Eine taktische Variante ist, wenn es einen Sprint geben sollte, dass man den Rennfahrer, den man als Sprinter im Team hat, so lange wie möglich zu schonen. Und dann ist natürlich die Vorbereitung im Rennen zu dem Sprint ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Man sollte den Rennfahrer, den Sprinter, in eine sehr, sehr gute Position bringen. Das heißt, so eine Sprintvorbereitung beginnt teilweise schon 20 Kilometer vor dem Ziel und wird natürlich zu den letzten Kilometern immer wichtiger. Und wenn man jetzt ein Leadout fahren möchte, das heißt, man hat eine sehr, sehr starke Mannschaft, die so einen Sprint vorbereiten kann, dann versucht man die letzten 2 bis 3 Kilometer vor dem Ziel an die Spitze zu gehen und dann das Rennen immer schneller werden zu lassen, bis der letzte Fahrer ja nur noch wenige 100 Meter sprinten muss. Ja, wenn man ein Rennen gestalten will, wo man auch aggressiv fährt, das heißt, man will selber attackieren, ist es immer gut, wenn man viele Fahrer zur Unterstützung des Leaders noch entweder in der entscheidenden Gruppe hat oder vielleicht sogar nach vorne schon vorher sendet. Das heißt, wenn Attacken gehen, versucht man einen Rennfahrer in so eine Gruppe zu platzieren, um dann später, wenn die Rennentscheidung läuft, und das ist meist zum Finale hin oder an schweren Anstiegen, dass man diesen Fahrer als Relaisstation nutzen kann. Der Leader versucht, zu der Gruppe vorzuspringen. Man hat dort einen Fahrer platziert, der auf ihn wartet oder der sich vielleicht sogar zurückfallen lässt und dann natürlich den Leader in Windschatten nimmt und versucht, so lange wie möglich für ihn im Wind zu fahren und Kraft zu sparen. Sicherlich ist es so, dass das Niveau natürlich immer dichter geworden ist. Es gibt immer mehr Rennfahrer, die ja, nahezu das gleiche Niveau haben. Und natürlich ist es auch so, dass sich auch die Taktik über die Jahre immer verfeinert. Man hat natürlich über Jahre die Rennen beobachtet, weiß, wie man Gruppen und wann man Gruppen zurückholt. Und dann versucht man natürlich auch immer wieder Allianzen zu schmieden. Das heißt, wenn man weiß, es gibt 3, 4 Sprintermannschaften, dann versucht man, diese nicht in die Spitzengruppe gehen zu lassen, weil man dann zusammenarbeiten kann. Und das führt natürlich dazu, dass sehr, sehr wenig Spitzengruppen das Ziel erreichen.